Ja, wir sind natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Hier am zweiten Spieltag 4:1 Sieg. War vielleicht auch nicht so zu erwarten. Wobei wir ja uns schon was ausgerechnet haben, auf jeden Fall. Wir sind selbstbewusst in die Partie gegangen und wurden dann auch belohnt mit frühen Toren. Das war ja war ein super Start. Leider war es dann gar nicht so souverän ausgespielt zum Ende hin. Da ist das Ergebnis vielleicht deutlicher, als wir uns gefühlt haben. Aber trotzdem ja, haben wir das gut gemacht und verdient gewonnen auf jeden Fall. Ja, die Vorbereitung war für mich eine ganz besondere Vorbereitung, weil ich, ja, wie du schon gesagt hast, ja, in einer neuen Rolle auch hier bin, nicht nur als neuer Spieler, sondern gleichzeitig auch das erste Mal in meiner ja, jungen Laufbahn quasi als Trainer auch mit aktiv bin, als spielender Co-Trainer. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich denke, wir haben eine sehr gute Truppe, wo wir ja eine gute Mischung jetzt mittlerweile aus jungen und erfahrenen Spielern haben. Und ich wurde ja, gut aufgenommen hier im Verein und wir brennen jetzt alle auf eine gute Minute hin und Rückrunde. Ja, der Start war zufriedenstellend. Ein Unentschieden, ein Sieg. Und jetzt dürfen sich unsere Zuschauer auch im zweiten Heimspiel, denke ich, auf noch mehr Offensivkraft freuen. Im ersten Spiel haben wir defensiv schon sehr gut gestanden. Heute hatten wir offensiv, ja, waren wir sehr effektiv. Durch Seth, der jetzt wieder da ist, haben wir natürlich eine riesige Qualität gewonnen und diese Qualität mit dem ganzen ja, Offensivverbund werden wir am Sonntag gegen Stockholm auf den Platz bringen.